Ja, hallo liebe Leute, ein kurzes Tutorial zu Cura und zwar, wie man in Cura noch Einstellungen hinzufügt, dass man für den Drucker Parameter eingeben kann und das kann dazu führen, man kann das so einstellen, dass Cura eben wesentlich genauer die Zeiten berechnen kann, die ein Druck halt dauert. Cura ist ein Programm von Ultimaker. Das heißt, wenn man hier bei überguckt, dann sieht man hier Ultimaker Cura und Ultimaker ist ein Hersteller von Druckern. Und die Parameter in Cura, die sind, was vor allen Dingen die Beschleunigung des Druckkopfes angehen, auf Ultimaker eingestellt. Man kann sowas wohl in einer Konfigurationsdatei editieren, aber die dann zu finden, wenn ich jetzt hier suche, dann finde ich irgendwas von Windows. Ich habe aber bei Linux keine Ahnung, wo die liegen. Und man kann es sich einfacher machen. Und zwar hier oben in Cura, da hat man hier so ein Icon, das nennt sich Marktplatz. Da klickt man einmal drauf und dann findet man hier, wenn man auf Plugins geht, das dauert jetzt ein bisschen, dann lädt er das aus dem Internet und dann kann man sich zusätzliche Add-ons installieren. So, jetzt hat das auch geklappt. Da sind erstmal hier so Premium-Plugins, die vielleicht sogar noch Geld kosten, aber vor allen Dingen eben von, ich sag mal, von Firmen sind, die irgendetwas bewerben wollen. Und hier unten sind Community-Plugins. Und dann sieht man hier so eine Menge. Und dann kann man hier, da sieht man die mit dem Häkchen, die sind installiert. Ich empfehle, Custom Support zu installieren. Digital Library Plugins, glaube ich, standardmäßig drin. Ich bin mir nicht ganz sicher. Gucken wir mal, was habe ich denn noch drin? So viel habe ich davon gar nicht. So, dann haben wir hier FreeCAD Integration. Habe ich noch nie benutzt, aber vielleicht werde ich es mal benutzen. So, dann hier Printer Settings. Das ist das Teil, das wir haben müssen. Das heißt, das wird selektiert und installiert. Man sieht das dann hier bei installiert, da ist es drin. Und das sagt: Adds Printer Settings to the Sidebar. Und das habe ich installiert. Und ich habe dann Cura neu gestartet. Ich habe nicht gefunden, wo liegt das denn überhaupt. Das ist leider gar nicht so einfach zu verstehen. Wenn man aber es gefunden hat, dann weiß man, aha, so musste das sein. Also Cura hat hier, das ist die Sidebar. Das muss man erstmal wissen, weil es hätte ja auch hier irgendwas sein können. Das hier hätte die Sidebar sein können. Nein, das hier ist die Sidebar. Und da findet man nichts von Printer Settings. Warum nicht? Cura hat bei der Konfiguration hier einen Punkt unter Einstellungen. Alternativ ist das, glaube ich, auch noch über. Ich glaube, man kann es hier. Aber gibt es so einen Teil Sichtbarkeit verwalten. Aber wir machen es hier über Cura konfigurieren, dann auf die Einstellung und dann sieht man hier Setting Visibility. Toll, deutsche Version, englische Beschriftung, aber sei es drum. Und dann klappt man sich erstmal hier die ganzen Teile zu. Da will man ja gar nichts dran ändern, weil dann bekommt man eine Übersicht, was gibt es überhaupt. So, wichtig sind die Sachen am unteren Ende dieser Liste. Deswegen klappen wir die hier alle ein. Und auf einmal sieht man hier einen Punkt Printer Settings. Der war vorher nicht da. Und da müssen erstmal hier Häkchen gesetzt werden, damit das hier in dieser Sidebar erscheint. Also einen Durchmesser vom Filament möchte ich setzen können. Jetzt kann ich das hier aufklappen. Das geht erst, wenn ich. Können wir mal gerade hier machen, so, und dann sieht man hier, da ist der Durchmesser. Gehen wir wieder in die Konfiguration, Einstellung. Jetzt hat er die leider alle wieder zugemacht. Wir fahren jetzt so nach unten. So, da sind die Printer Settings, Durchmesser, okay. Warten auf Aufheizen der Druckplatte. Ja, können wir aktivieren das auch. Und dann kann man das hier dann setzen oder nicht setzen. Ist vielleicht gar nicht schlecht. So. Verfügt über Temperaturstabilisierung des Druckraums. Keine Ahnung, brauchen wir nicht. Immer aktives Tool schreiben, sagt mir auch nichts. Düsendurchmesser außen, Düsenlänge, Düsenwinkel. Da haben wir auch nichts mit zu tun. Heizzonenlänge, das brauchen wir alles nicht. Aufheizgeschwindigkeit, das können wir alles weglassen.
So, dann kommt es gleich hier unten. Düsendurchmesser, das sind die 0,4. Das können wir ruhig mal anmachen. Versatz mit Extruder, da haben wir nichts mit zu tun. So. Maximaldrehzahl X für den Motor in X-Richtung. Ich glaube nicht, dass wir das brauchen. Maximaler Vorschub. Das brauchen wir auch nicht. Aber wir brauchen eine maximale Beschleunigung. X und Y. Bei Z interessiert das nicht. Und wir brauchen die voreingestellte Beschleunigung. Und wir können noch den Ruck eintragen. Das ist, glaube ich, Jörg heißt das im Englischen. Das ist auch für X und Y. Gucken. Schritte pro Millimeter in X. Das brauchen wir eher nicht. Und das sind auch nicht die 50, die da kommen. So, die Restwerte können wir alle weglassen. Wir schließen das Ganze. So, jetzt ist dieses Profil hier angepasst worden. Wichtig ist, dass man dann hierher geht und das Profil entsprechend überschreibt. Und ich frage mich jetzt, warum er das nicht macht. Gucken wir mal, wechseln wir das Profil. Ach, der behält die einfach. Die scheinen gar nicht ins Profil abgespeichert zu werden. Oder ich habe das gar nicht geladen, das Profil, weil ich hatte vorher mit dem PETG-Profil gearbeitet, beziehungsweise ich hatte ein PLA angelegt. Wo haben wir das dann? PLA Raft. Und da haben wir hier noch die Standardwerte drin stehen. Und dann wechseln wir das jetzt hier. Da haben wir die maximale Beschleunigung. Mein Drucker kann da maximal 3000. Das war die voreingestellte, müssen wir ändern. Nicht die 9000, sondern hier die. Da habe ich schon 3000 eingetragen. So, wenn wir jetzt slicen, dieses Teil hier, dann sagt das 1 Stunde 18 Minuten. Und wir gucken mal, ob sich hier was ändert. Ich gehe jetzt einfach mal hier auf die 1000 und wir slicen nochmal Stunde 29. So, wir aktualisieren das Profil jetzt mal mit den Werten. Slicen nochmal Stunde 29. So, dann wechseln wir das hier auf 3000, 3000, 3000. Profil mit aktuellen Einstellungen aktualisieren. Slice nochmal. Und dann ist es Stunde 18 Minuten. Das heißt, das ist schon hier 11 Minuten schneller geworden durch die Anpassung hier der Beschleunigung. Und Cura hatte aber hier 4000 stehen. Jetzt, wir merken uns die Stunde 18. 4000, 4000 und 4000. Und wir slicen Stunde 18, Stunde 17. Also das wird nochmal eine Minute bringen. So, ich speichere das jetzt noch ab mit den 3000, 3000, 3000. So, Auffassplatte speichern. Da habe ich mir hier eins angelegt mit PLA. Das überschreibe ich mal gerade. Und wir gehen mal gerade in das. Das können wir hier abbrechen. Da wollen wir Octoprint laden. Laden wir das mal gerade hoch. Das ist 3D Print G-Code. Und da die letzte Änderung.
Wo hat er es denn jetzt hingepackt? Ich glaube, der hat das wieder in das eine Verzeichnis gelegt. Gucken wir mal nach. Das müsste hier das sein. Und dann letzte Änderung. Ah, Ruder PLA, da ist es. Wir öffnen das. Ich muss dazu sagen, der Printtime Genius, den ich hier installiert habe im Octoprint, der ist ausgesprochen genau, was die Druckzeiten angeht. So, dann schauen wir uns an, wie hieß die Datei. So, die hieß irgendwas mit 007. Ah, da haben wir sie. So, und er sagt eine Stunde 31. Also es ist immer noch deutlich langsamer, als Cura vorhersagt. Also sind die 3000 hier falsch. Wir passen also das jetzt an. Stunde 32, das wird so ungefähr stimmen. Machen wir hier mal 1000 noch mal rein. Was hatten wir dann? Stunde 29, 32. Speichern wir das mal ab. Höhenruder PLA. So, dann gehen wir wieder in Cura, löschen den hier einmal raus, laden den neu hoch. So, dann suchen wir uns den nochmal hier raus. Da haben wir einen Höhenruder PLA, antippen, und da haben wir die Stunde 31. Cura sagt eine Stunde 29 vorher. Damit können wir eigentlich ganz gut leben. Also bei Cura hier 1000 für die Acceleration einstellen, damit es einigermaßen korrekt die ganze Sache rechnet. Gut, das war's zu diesem Tutorial. Wenn euch solche Videos wie das hier interessieren, so lasst doch gerne ein Abonnement da. Klick auf die Glocke und ihr werdet über neue Videos von mir informiert. Ein Daumen hoch wird auch mal ganz gern gesehen. Dann helft ihr dem Algorithmus, Videos euch vorzuschlagen, die zu euch passen. Gut, dann danke fürs Zuschauen und viel Spaß beim 3D-Drucken. Tschüss.